Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge von Forza Horizon 4. Und der Wagen ist ein wenig verändert. Ich habe jetzt mal den Motor gewechselt. Ich hatte ja vorher den 2 Liter Boxermotor drin von Subaru aus irgendeinem Impreza, glaube ich. Jetzt haben wir hier ein Aggregat von BMW verbaut. Zu einem 3,2 Liter reinen Sechszylinder. Glaube ich aus dem E36 vielleicht. Der Sound kann sich sehen lassen. Ist sehr geil. Ich würde sogar sagen, soundtechnisch von beiden Varianten sogar die bessere Wahl. Obwohl der Boxermotor schon echt fett war. Der Turbomotor. Der hat sich wirklich gut angehört. Aber der hört sich nochmal. Boah. Viel geiler an. Und weiter geht es natürlich beim Stuntfahrer. Das habe ich ja vor 2 Folgen, glaube ich, auch ein Kapitel geschafft. Das müsste mit dem Demon gewesen sein. Genau. Es fehlen ja noch 2 Kapitel. Ach Gott. So, und hier müssen wir ziemlich schnell fahren. In unter 22 Sekunden. Ob ich das hinkriege. Wer weiß, wer weiß. Dein Name schlägt in der Branche wohl hohe Wellen. Ich habe deine Highlights weitergegeben. Jetzt will man uns beide für Autowerbung engagieren. Für so eine Marke? Hast du schon mal Werbung gemacht? Nein. Ist sehr lukrativ, aber kann langweilig werden. Genau. Und deshalb peppen wir das Ganze auf. Wart's ab. Du wirst Augen machen. Hoffe ich doch. Ich muss bestimmt wieder irgendwo hinfahren. Fahr mit deinem Auto zum Set, dann zeige ich dir alles. Ach du meine Güte. Der arme Mini, was habt ihr getan? Ich habe eine Vermutung. Okay, Vermutung wurde. Okay, ja, doch. Doch. War doch richtig. Mit diesen Containern da, wo ich irgendwo raufspringen muss. Links abbiegen. Da muss ich wenigstens 2 Sterne holen. Das waren, glaube ich, 32 Sekunden. Links abbiegen. Und ja, Werbung kann langweilig sein. Will ich auch gar nicht machen. Na klar, ich mache hier gerade Werbung fürs Spiel, indem ich hier spiele und zeige. Ich mache wirklich für irgendwas immer Werbung in einem Video. Und wenn ich sage, ich fahre einen Opel, mache ich für Opel Werbung. Wenn ich sage, ich esse Chips von das und das, mache ich für das Werbung. Wenn ich diese klassische bezahlte Werbung, ey, komm, ich gebe dir 1000 Euro, wenn du mein Produkt da gute Sachen drüber sagst. Ey, das ist total toll. Das ist total super. Muss ich unbedingt kaufen. Link in der Videobeschreibung. Sowas mache ich natürlich nicht. Werde ich auch in Zukunft niemals machen. Selbst wenn ich Anfragen bekommen sollte. Auch wenn es für Geld wäre. Wird immer ablehnen. Aber nur Werbung aus meinem eigenen Interesse. Aus meinem freien Willen. Das mache ich. Ich mache gerade auch Werbung für Mini, weil ich jetzt hier den Mini im Spiel fahre. Ich mache Werbung für Xbox, für Forza mache ich Werbung. Wenn man das ganz penibel sieht, mache ich jede Sekunde Werbung für irgendwas. Ich mache Werbung für Musik, für Schriftarten, für Logos, für alles. Dem, was ich erzähle, ist dann auch, das sind wirklich eine Werbung. Wenn ich sage, ich war jetzt bei Penny einkaufen, mache ich für Penny Werbung. Es ist schlecht vermeidbar, etwas nicht Werbung zu machen. Wenn ich jetzt, weiß ich, hier mache, wie, was mit Vlogs oder sowas, wo man mich halt sieht, da mache ich auch Werbung für die Klamotten, die ich trage. Das Wetter ist gut, dann wollen wir mal. Also, ja. Ohne geht's irgendwie schlecht. Also, das wird ein Spot über ein alltagstaugliches Stadtauto. Das Übliche, geringer Spritverbrauch, leicht zu parken. Alles schön und gut, aber kannst du auch auf einem Frachtcontainer parken? Keine Sorge, die Idee kommt gut an. Wird sie zumindest, wenn ich den Verantwortlichen davon erzähle und ihnen die Aufnahmen zeige. Auf geht's! Naja. Bestimmt werden sich genau deswegen auch alleine Mini kaufen. Okay,
Werbespot Container klettern, erste Klappe. Action! Okay, fuck, ich muss ganz anders anfahren. Aber wenn ich jetzt so im Parken soll, soll ich da wirklich parken? Also muss ich da stehen oder einfach nur durchfahren? Ziel. Hab ich. Mann, diese Musik kann die nicht bitte von Anfang an aus sein. Das geht mir so auf den Zünder. Werbespot Container klettern, erste Klappe. Action! Weißt du was? Jetzt mache ich die Musik ganz leise. Lass sie einfach dann hier indessen an. Weil die Musik mal am Anfang auszumachen, das geht mir einfach so auf den Zünder. Weil das Spiel, also. Das können sie wirklich mal quasi als Update reinbringen. Wenn ich die Musik immer auf aus habe, dann soll sie auch in solchen Events ausbleiben. Das soll ja nicht irgend so ein dämlicher Radiosender eingestellt werden. Das ist für Let's Plays ziemlich ungünstig. So, ich hoffe, mein Video wird jetzt nicht gesperrt, okay, deswegen. Werbespot Container klettern, erste Klappe. Action! Gott. Wer hat sich das bitte einfallen lassen? Oh ja. Nein, schief. Wow. Kann ich auch was weiter. Oder die Zurückspuloption. Sind manchmal doch ein wenig verbuggt. Oder komisch gesetzt. Wo man zurückspulen kann und wo nicht. Ach ja, die tolle Musik. Die überfreut sich natürlich. Okay, Werbespot Container klettern, erste Klappe. Action! Jetzt kann ich weiter zurückspulen. Warum ging das denn vorhin nicht? Das ist mir absolut unverständlich. Geht doch. Perfekt, das nehmen wir. Wenn der Spot keine alltagstauglichen Stadtautos verkauft, dann weiß ich auch nicht. Geht doch. Das waren so 21,8 Sekunden, glaube ich. Habe ich gerade gesehen. So, geschafft. Muss weg mit dem Mini. Das ist ein schönes Stadtauto, aber ich glaube, wegen diesem Clip wird sich niemand den Wagen kaufen. Weil man damit auch auf Containern parken kann. Kommt natürlich fast jeden Tag vor. Oder Demon ist auch nicht mehr weit. Hätte ich auch ganz gerne. Mal so zum Testen. Ich habe auch mal einen Typen gesehen, der ist mit dem Demon Offroad gefahren. Aber der war auch noch ziemlich gut. Das war das Problem daran. Und hier haben wir schon 2 Sterne, müssen aber nur noch 1 Stern mehr gattern. Okay, 1 Minute 15 gilt es zu unterbieten. Wobei, jetzt 25 habe ich schon geschafft. Also bin ich ja gar nicht mal so weit entfernt. Ich hoffe, es ist nicht... In Ordnung, das ist er, dein letzter Auftritt als Stuntman von Frankie Beaumont. Der Höhepunkt des Films, an dem wir schon seit Monaten arbeiten. Natürlich nur, wenn die sich kein neues Ende einfallen lassen. Aber egal, wir geben bei der Szene alles, wirklich alles. Bist du dabei? Ja. Gib einfach Gas, ist die einfachste Variante. Die Stunt-Crew hat am alten Flughafen alles aufgebaut. Fahr mit dem Stuntfahrzeug hin, aber du weißt ja, keine Kratzer. Ja, ja, ja. Okay, Aston Martin gefällt mir schon mal sehr gut. Und meiner sieht schön aus, mein DBF. Wenn man dieses Dach. Das muss, finde ich, so schwarz lackiert sein. Oh ja. Offroad. Sieht einfach bescheuert aus, wenn das irgendwie so. Diesen silbernen Streben. Sieht absolut crap aus, finde ich. Sieht vielleicht irgendwie edel, elegant aus, aber ne. Das muss irgendwie dunkel, dieses Carbon, schwarz, whatever. Nicht so. Und die Ausnahme finde ich generell, naja. Meiner ist schöner. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Komm rum. Ja, der ist ein wenig schwer. Ich weiß nicht, was Aston Martin da bei der Entwicklung gemacht hat. Warum der so schwer sein muss.
An Water kann es, glaube ich, eher weniger liegen. Ich glaube, dass die mit gleich großen Motoren, alle größeren Motoren, leichter sind. Und trotzdem Riesenschiffe sind. Vor allem großer Motor muss ja auch nichts heißen. Deswegen muss nicht heißen, dass er schwer ist. Ich meine, das mal so grob gelesen zu haben. Bin jetzt gerade nicht sicher. Glaube ich, ein Motor von einem L3E92, halt für die V8, glaube ich, so knapp über 200 Kilo. Der 4,6 Liter V8 von Porsche 918 wiegt 160 Kilo oder was? 130 Kilo? Auf jeden Fall weniger als 170 Kilo. Obwohl der Motor größer ist. Warum? Ich kann leichter Motoren bauen, das geht. Wenn ich die richtigen Materialien einsetze und auch das Geld dazu aufwenden kann. Der Leichtbau ist teuer. Man bringt auch was. Gerade bei so einem Schiff ist es sicherlich angebracht, das Gewicht ein wenig zu reduzieren. So, die nächste links. Immerhin ein V12. Zwar downsizing mit Turbolader, weniger Hubraum, aber trotzdem ein sehr schöner Motor, wie ich finde. Bei Aston Martin. So. 1 Minute 15 gilt es zu schlagen. Jetzt laufen nur noch die allerletzten Vorbereitungen. Was sollten wir denn hier machen? Es gibt drei Sprünge, die durch Waggons getrennt sind. Du musst dich an die Route halten und jeden davon schnell und hart nehmen. Du bist jetzt immerhin ein professioneller Stuntfahrer. Naja, das professionell lassen wir gerne mal weg. Ich weiß nicht mehr, ob du den Guten oder den Bösen spielst oder worum es in dem Film geht. Ich weiß nur, dass es eine Freude ist, dir beim Fahren zuzusehen. Aber nein, ich spiele eher den Dummen, glaube ich. Halt und Beinbruch. Szene 99A, Schienen-Showdown. Action! Action! Geradeaus die erste Rampe runter, laut Drehbuch. Ja, wen juckt schon das Drehbuch? Echt mal. Jetzt schon lange gefällt mir, wen juckt das Drehbuch, ja? Scharf links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Die Kurven bisher gut genommen. Links abbiegen. Nee, da ist zu früh gebremst. Das geht so nicht. Ich will auch zwei Sterne haben. Komm bei dieser scharfen Kurve nicht von der Straße ab. Für den nächsten Sprung brauchst du Tempo. Ja. Kurve ganz gut genommen. Das für drei Sterne reicht. Bin ich mir jetzt leider nicht so sicher. Der nächste Sprung kommt da vorne. Denk dran, jede Landung, die du überlebst, ist eine gute Landung. Ach, wirklich? Nein, nicht unbedingt. Letzte Kurve. Wenn du über die Wiesen fahren willst, dann mach. Aber mach schnell. Ja, wo fahre ich denn jetzt hier lang? Rechts abbiegen. In 100 Metern rechts. Wie geht's denn hier am schnellsten? Rechts abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Okay. Muss wohl deutlich stärker abbremsen. Natürlich will ich auch keine Geschwindigkeit verschenken. Letzter Sprung. Das ist der große. Niedrig oder hoch? Du entscheidest. Oh. Das schaffe ich aber so überhaupt gar nicht. Eieiei. Ich denke, vor allem die letzte Kurve wird es machen, aber die anderen Kurven davor habe ich auch schon schlecht genommen. Oder nicht so gut, das reicht noch nicht. Also nochmal. Okay, 1,15, ja. Das wird schon gut gefahren. Halt und Beinbruch. Szene 99A, Schienen-Showdown. Action! Ah ja, Action. Geradeaus die erste Rampe runter, laut Drehbuch. Ja, wen juckt schon das Drehbuch?
400 Metern scharf links abbiegen. Na, Kurve gut genommen. Gibt es hier was abzukürzen, ist die Frage. Scharf links. Zu früh gebremst. Das könnte sogar was bringen. Wenn ich hier richtig hart abkürze, oder? Na gut, wenn ich gegen den Mom fahre, bringt es leider nicht so viel. Genau gegen den. Ich wollte noch mal zeigen, welchen Baum ich meine. In 200 Metern links abbiegen. Aber das hat noch was gebracht. Ich glaube schon. Links abbiegen. Komm bei dieser scharfen Kurve nicht von der Straße ab. Für den nächsten Sprung brauchst du Tempo. Welche scharfe Kurve? Da habe ich jetzt keine gesehen. Der nächste Sprung kommt da vorne. Jede Landung, die du überlebst, ist eine gute Landung. In 400 Metern rechts abbiegen. Letzte Kurve. Wenn du über die Wiesen fahren willst, dann mach. Aber mach schnell. Ja, doch, ich bin ganz gut reingeschlittert. Nur nicht ganz so weit. Rechts abbiegen. In 100 Metern. Okay, natürlich der Betonpfeiler. Den man unmöglich durchfahren kann. Rechts abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Glaube ich sogar innen vorbeifahren, also zwischen Traktor und dem Gebäude. Letzter Sprung. Das ah, nicht ganz zu früh, Fabian. Du Idi. Das ist der große. Niedrig oder hoch? Du entscheidest. Okay, der Traktor ist auch wieder mal exzellent platziert. Rechts abbiegen. In 100 Meter. Genau wie das Haus hier. Mann, wieso muss der Traktor am Weg stehen? Ganz genau da, wo ich langfahren will. Das ist jedes Mal so. Rechts abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Das hab ich hier nur live gerammt, genau. Okay, geht doch. Ich hätte es selbst nicht besser hingekriegt. Danke. Oh, ich habe mit den Produzenten gesprochen. Hättest du Lust auf ein bisschen Schauspiel unterwegs? Die arbeiten wohl deutlich lieber mit dir als mit Frankie Beaumont. Nein, danke. Schauspielerei ist, glaube ich, nicht eins meiner Talente. Und, jawohl. Stufe 10. Dodge SRT Demon freigeschaltet. Und noch ein Wheelspin dazu. So muss das. Jetzt noch was Schönes gewinnen vielleicht. Das wäre ja noch besser. Oh. So war nett. Das Spiel mag mich heute. Ausnahmsweise mal. Meistens mag es mich ja eher nicht. Will mich mobben. Wie in der letzten Folge. Mike hatte keinen Grund zur Beschwerde? Oder? Mike Steele? Der Standtyp? Der Kumpel von mir? Wow. Entweder ist er viel entspannter geworden, oder du bist ein unglaublicher Fahrer. Nee. Das Erste, glaube ich. Ich bin kein unglaublich guter Fahrer. Jawohl. SRT Demon. Nice. Nehme ich noch gerne. Also, der Stuntfahrer ist jetzt auch abgeschlossen. So. Dann hätten wir noch als Horizon Stories... Natürlich oben das Kapitel mit dem Bugatti bei der weltschnellsten Autovermietung. Der Drift-Top ist abgeschlossen. Dann British Racing Green. Da fehlen noch einige Sterne. Alter, was habe ich denn da gemacht? Und wo ist denn LaRacer? Da ist die gute Frau. Okay, da fehlt gar nicht mehr so viel. Deswegen machen wir erstmal hier weiter. Das müsste auch länger her sein. British Racing Green haben wir ja vor gar nicht mal allzu langer Zeit gemacht. Das ist schon natürlich ein paar Monate her. 2 Monate vielleicht, aber... Ich glaube, der Racer ist ein wenig länger her. Kapitel wählen. Okay. Ach, die ganze Hashtag-Frau schon wieder. Direkt mal Nummer 1, ne?
hier anscheinend blitzen lassen mit 225 Klamotten. Ja, das ist schon. In echt ist das schon ziemlich schnell. Ah, willkommen Turbo. Zurück. Ich bin's, Larissa bei Horizon, und wir gehen die besten Autos in den besten Spielen durch. Wir sind ganz oben in der Liste angekommen. Meine Entscheidung ist sicher umstritten und war nicht leicht, bis mir klar wurde, dass nur ein Auto diesen Platz verdient. Das Auto. Ein Porsche? Es ist weder am schnellsten noch am teuersten, aber es lässt sich kaum ein legendäreres Auto finden. Ich spreche vom 911 Turbo. Die Frau hat definitiv recht. Dieses Auto kommt in mehr Spielen vor als jedes andere. Mit einem turbogeladenen Sechszylinderboxer und der wahrscheinlich schönsten Karosserie von allen. Aber von welchem Spiel spreche ich? Von welchem Spiel, fragt ihr? Von allen. In 200 Metern rechts abbiegen. Sehr geiles Auto, der 911er. Beste Modellreihe ever. Bis jetzt. Cartoon-Spiele, postapokalyptische Sci-Fi-Spiele, Rennspiele, sie alle haben eins gemeinsam. Man findet immer einen 911er. Oder, ihr wisst schon, etwas, das ziemlich ähnlich aussieht. Ein anderer 911er. Ja, könnte ziemlich. Okay, erstmal, eigentlich ist ja nur quasi diese Kurve hier wichtig. Darf ich eigentlich woanders langfahren? Dürfte ich jetzt auch geradeaus langfahren? Ich probiere es mal aus, oder? Das hilft wahrscheinlich nicht. Das erste Mal, als ich einen sah, habe ich mich verliebt. Wie fast alle von euch, den Kommentaren nach. Alles klar. Ich würde nur mich einmal kurz drehen. Ich denke, das ist gut, Alter. Darf ich hier langfahren? Bestimmt nicht. Route wird neu berechnet. Ah, darf ich? Dann ist ja easy. 200 Metern links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 100 Metern links abbiegen. So. Sollte jetzt machbar sein. Und die Kurve dann noch gut nehmen kann. Okay, es geht schon mal am 5. Geschwindigkeit. Okay, die Kurve nehme ich jetzt mal im 5. Ah, der Mini ist wieder am Weg. Ist doch jedes Mal so. Ja, okay, so nicht. Okay, im Mini bin ich ganz gut vorbeigefahren. Natürlich, der ist natürlich im perfekten Moment da, der Mini. Genau da, wo ich ihn nicht brauche. Na dann, gib Gas! Zeig mal, was diese Schönheit so kann. Das war's. Meine Top 10 der Autos in Spielen. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie diese fantastischen Fahrten. Denkt dran, für noch mehr Laracer-Content auf Abonnieren zu klicken. Halt den und Mund. Schaut bald mal wieder rein. Ach, das macht man so nicht. Irgendwo auf fremden Kanälen. Kommt in mehr Spielen vor als jedes andere. Mit einem turbogeladenen Sechszylinderboxer und der wahrscheinlich schönsten Karosserie von allen. Aber von welchem Spiel spreche ich? Von welchem Spiel, fragt ihr? Von allen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Um. Cartoon-Spiele, okay. Postapokalyptische Sci-Fi-Spiele, ja, Spiele, sie alle haben eins gemeinsam. Man findet immer einen 911er. Oder, ihr wisst schon, etwas, das ziemlich ähnlich aussieht. Okay, ein Kammer, das war ja wohl ziemlich lächerlich. Das kriege ich jetzt aber auch besser hin. Da muss ich besser hinkriegen. Das erste Mal, als ich einen sah, habe ich mich verliebt. Wie fast alle von euch, den Kommentaren nach.
Route wird neu berechnet. Na ja, ist gut, Anna. In 200 Metern links abbiegen. Das muss ich jetzt aber nochmal besser hinkriegen. Puh, 1 km/h. Lache ich drüber. Links abbiegen. Oder schalte ich in den 6. vielleicht sogar? Was helfen könnte, ob ich da dann noch mehr Leistung habe, mehr Drehmoment. Könnte ich probieren. Muss natürlich die Kurve hier vorher auch am besten sehr, sehr gut nehmen. So zum Beispiel. Das war doch ordentlich. Jetzt sieht's gut aus. Na komm, easy, Alter. Zeig mal, was diese Schönheit so kann. Das war's. Geht doch. Meine Top 10 der Autos. Ja, ja, ja. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen. Bla bla bla, Racer. Keine Werbung machen. Bitte abonniert La Racer nicht. Nein, nein, nein. Und schaut bald mal wieder rein. Ach ja, ja, halt deinen Mund. Geht doch. Einfach eine Kurve gut nehmen und am 6. bleiben. Ganz easy. Und das Ziel nochmal locker geschafft. Ich glaube, ein Kapitel machen wir noch, ne? Ja. Vielleicht sogar 2. Wenn ich jetzt ganz schnell bin. Okay, fangen wir. Genau, 2 Sterne. Und einem echten Rennwagen. Hier noch irgendwo 1 Stern, ja gut, hier direkt. Okay, 3 Minuten habe ich geschafft. 2 Minuten 20 brauche ich. Ich hoffe, es ist nicht der Ferrari. Hi, Larissa hier. Ich bin beim Horizon Festival in Großbritannien. Ich bin bei Horizon. Es ist genial. Schaltet ein, ich streame jeden Tag. Heute zeige ich euch die Top 10 meiner Lieblingsautos. Und ich habe einen Gast. Wen? Einen der größten aufstrebenden Stars des Horizon Festivals. Nummer 10, der Ferrari Testarossa und Outrun, eines der besten Spiele aller Zeiten. Ob als Automat oder als Konsolenport, dieses Spiel ist ein Klassiker. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, klickt sofort auf Pause und tut es. Ich warte. Super. Alle wieder da. Fahren wir. Natürlich, okay. Das ist der 512 TR. Bereit machen. Los! Ja. Ja, ich muss so niesen. Schnell. Was ist denn der für eine Schaltung, der Ferrari? Links abbiegen. Alter. Wie geht der ab? 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Okay, die Kurve, die war kacke. Die muss ich nochmal fahren. Ich will direkt am ersten Versuch 3 Sterne haben. Naja, war auch nicht gut, aber naja. So, Radio war gar nicht aus, hab ich gar nicht gesehen. War mitbekommen. Und natürlich, die KI ist immer da im Weg, wo die Ideallinie ist. Rechts abbiegen. Der fährt sich aber sehr gut. Aber der ist ja nicht so Serie. Links abbiegen. Vor allem nicht das Getriebe so. Das kann mir keiner erzählen.
Na gut. Renn halt mal da auf. Wow. Wie gesagt, Autos sind natürlich immer im Weg. Es ist jedes Mal so. Ich kriege, ich fährt immer genau da, wo ich langfahren sollte. Was schaffen wir? Easy. Den wäre ich echt gern selbst gefahren. Aber ich habe mich um Fragen und Kommentare gekümmert. Meine Abonnenten lieben es, dich fahren zu sehen. Das wird toller Content. Wenn du soweit bist, starten wir den nächsten Stream. Ich bin bereit. Eins noch? Ja, irgendwie schon. Ich hab Bock drauf. Schön 5000 Einfluss, so gefällt mir das. Was genügt denn da? Ist das... so ein Chevy Monte Carlo? Hab ich das da richtig gesehen? Müsste ja sein. War doch gar nicht so schlimm, das Kapitel. Ging eigentlich. Ja, komm, eins versuchen wir nochmal. Was nehme ich denn jetzt? Okay, hab ich schon alle. Nummer 6. Okay, 1,50. Wieder blitzen lassen. 1987. Oh. Und 241 Klamotten. Oh. Das ist verdammt fast. Also, wie viele okay. von euch erinnern sich an das erste plattformübergreifende Rennspiel? Niemand. Ich rede nicht von der Xbox und PC. Ich meine Amstrad und Apple, Atari, Amiga, Commodore und MS-DOS. Zeit für Nummer 8. Der Countach und ein Blitzer. Geben wir Gas, als wären wir im Jahr 1987. Ja gut, nicht der schönste Wagen. Ja, dieses Auto. Fußgängerschuss freut sich. Losbrettern. Also tu's. Heiz an dem Blitzer vorbei. So, 241 bitte. So, kurz auf die Karte gucken. Okay, ich muss eigentlich alle Kurven gut nehmen. Oh ja. Die Ferrari war echt schön und der hier, naja, Rennreifen wohl eh nicht vorhanden. Alter, wie fährt sich das Teil denn? Junge, Junge, Junge. Auto dafür auszusuchen, aber den Countach muss man einfach lieben. Diese Winkel, diese Lackierung. Muss man lieben? Naja, naja. Es ist natürlich ein cooles Auto, aber wenn optisch gesehen trifft das Wort Katastrophe ist eher. Okay, wie kann ich die Kurve halbwegs gescheit nehmen? Die Straße ist noch ein bisschen nass. Das ist nicht gerade hilfreich. Noch früher lenken? Ja, kann ein bisschen dauern. Gucken jetzt wenigstens voll gehen. Und falls ich mich beim ersten plattformübergreifenden Rennspiel geirrt habe, sagt's mir in Kommentaren.
in den Kommentaren. Ha, nicht gut. Oh, okay, die Kurve geht leider nicht Vollgas. Dafür gehen aber 3 Sterne. Wow, echt wunderschön. Bring ihn wieder her, ich will auch mal. Nö. Ist meiner. Die wird nicht. Ist aus. War doch nicht so schwer. Ich finde wirklich nicht schön. Auch die Felgen. Nee. Ist ein besonderes, irgendwie ein cooles Auto, aber ich finde ihn aber nicht schön. Muss ich leider sagen. So, das ist also auch geschafft. Auch oh, ganz gut. Gab ein paar Problemchen, aber ich habe es noch ganz gut heute hinbekommen. Der BRZ ist natürlich auch ein wunderbares Auto. Aber das war es leider wieder schon für heute. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht morgen 18 Uhr. Also bis dann und tschüss.